Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, ich möchte mich nochmals entschuldigen, dass der letzte Part so abrupt geendet hat. Ja, wieder einmal das größte Leid eines YouTubers ist es eben, wenn die Technik nicht mehr mitspielt. Ja, und da hat das Aufnahmeprogramm gemeint, so, jetzt machen wir einen Cut. Und so, dass die alte Zocke nichts merkt. Und ihr seht schon, unsere Raiderbande kommt schon daher, angestiefelt. Was haben wir noch erreicht? Was hätten wir noch erreicht im letzten Part? Zum einen Fahnenmast, der irgendwie auch nicht mehr da ist. Dann hatte ich eigentlich hierher gestellt. Einen Fahnenmasten für die Unternehmer. Irgendwie sind jetzt da. Fragt, ob du bei einem ihrer Tests mitmachen willst. Tu's nicht. Ja, irgendwie sind die jetzt trotzdem da und ja, lustig. Auch ohne Fahne geht's scheinbar. Nichtsdestotrotz muss ich mal schauen, questmäßig, was läuft da jetzt? Oder besser gesagt, questmäßig. Signalflagge der Bande aufstellen, okay. Okay. Ja, wir wurden ja unterbrochen. Mitten im Gespräch, wie wir den Siedler hier wieder verscheucht haben. Oder die Siedler. Zum Glück hat es beim ersten Mal hingehauen. Ihr habt es miterlebt, wie das geht. Und ich glaube, lass mich mal kurz bauen. Lass mich mal ganz kurz bauen. Ich bin dahinter gekommen, dass ich scheinbar die Raider-Siedlungen per Werkbank wieder inventarmäßig miteinander verbinden. Das bedeutet, ich müsste normalerweise mehr als genug Ressourcen haben, um eine Flagge bauen zu können, ohne dass ich was herschleppen muss. Also machen wir es noch einmal. So. So. Flagge. Flagge soll eigentlich hier hingestellt werden, dann will ich sie wieder haben. Aber jetzt mag sie, glaube ich, nicht. Wie wäre es hier? Bist du hier mehr gewillt? Da ist sie mehr gewillt. Passt. Drehen wir sie vielleicht noch einmal. So. Bitteschön. Die Flagge steht. Der Schutz fehlt halt noch, ne? Den können wir auch noch fix bauen. Den habe ich auch gebauen, tut. Da habe ich so ein Laser-Dingens wieder gewählt. So wie das hier. Hatte es hier oben auf dem Dach platzieren, tut. Ungefähr, ich würde sagen, machen wir es vielleicht hoch, da. Machen wir es ungefähr. Auto, lass mich mal. Du bist ein fieses Auto, lass mich doch mal raufhüpfen hier. Danke. Einfach mal hier so ungefähr hinstellen. So, mit einem Generator. Jo. Also, Energie. Generator. Ich weiß jetzt nicht, ob der kleine reichen tut. Ich habe einen größeren gewählt gehabt. Nämlich den mittleren. Oder war es doch der kleine? Na, war glaube ich doch der kleine. Der hatte, glaube ich, gereicht sogar dafür. So, wieder wenn es geht, etwas schön. Ich würde ihn gerne dahinter hinstellen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen tun. Also bauen wir ihn halt dahin. So, irgendwie. Wenn er Bock hat. So. Und Verbindidus. So, ja. Und haut schon hin. Vielleicht soll ich den noch drehen. So vielleicht. So. Passt. Haben wir alles fertig. Essen und so müsste passen. Das bedeutet, wir dürfen Bericht erstatten tun. Porten. Ja. Ich habe es ja schon mal bei Twitch gesagt. Ne? Unser letzter Twitch-Abend war ja auch etwas, etwas Besonderes. Und da hatte ich auch den einen oder anderen technischen Vorfall. Zum Glück nichts Schlimmes. Aber es hat gereicht, um das Spiel neu starten zu müssen. Dafür war die zweite Hälfte des Twitch-Abends angenehm. Da war technisch, glaube ich, nichts kaputt. Ja, das sind eben so Sachen,
die einem das Leben etwas schwerer machen, aber ja, das gehört dazu. Hey, wird Boss, einem nicht langweilig. Nur noch ein Außenposten. Ja. Wenn ich den Job vorbereiten soll, sag's mir einfach. Ja, dann bleib mal also, stehen. Was gibt's? Stehen bleiben. Außenposten schicken. Ich will einen Job durchziehen. Ja, bitte. Ich dachte, du könntest für mich vielleicht einen Job organisieren. Ist mir recht. An was für eine Art von Job hast du gedacht? Neuer Außenposten. Es ist an der Zeit, dass wir wieder eine Siedlung übernehmen. Klar, Boss. Willst du mit ihnen reden oder soll ich eine Crew zusammenstellen, die dir dabei hilft, sie zu erledigen? Siedler überreden. Ich werde sie persönlich von ihrem Land jagen. Ja. Alles klar. Und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du deine Forderung gestellt hast? Das Rudel. Das Rudel. Also wo soll das Ganze steigen? Was hatte ich gewählt gehabt? Ich hab's vergessen. Ich glaube Grace... Aber puh, was habe ich denn gewählt gehabt? Oh je, Madonna. Ich glaube, das hatte ich gewählt gehabt. Na, Country Crossing. Das hatte ich gewählt gehabt. Das ist doch einer von deinen Läden, Boss. Willst du das trotzdem durchziehen? Ja, für die Powerrüstung machen wir es nochmal. Also, gehen wir. Das ist das Ziel. Skrupellos. Ja. Also klassische Vertreibung. Ja. Du kannst sie zu Tode erschrecken oder sie mit Geld überzeugen. Ja. Was immer nötig ist, damit sie verschwinden. Ja. Was die Unternehmer dir gegeben haben, dürfte die Sache... Tschüss. Ja, mach mal doch. Da. Tschüss. Unsere Überredungskunst wieder einsetzen. Sehr schön. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wir haben fast Level Up. Das ist sehr, sehr schön. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir jetzt endlich dann mit der Hauptquest hier fertig sind und dass wir dann endlich das Kraftwerk in Gang setzen dürfen und dass wir endlich zu unserer Bauerrüstung kommen tun. Das wäre mir sehr lieb. Ja, genau, die Hitten habe ich gemeint gehabt. Oh, ich glaube, ich habe jetzt nochmal was... Entschuldigung, die vorige Siedlung hatten wir schon, ne? Ich Idiot. Da war es abgebrochen, ne? Ist ja wurscht. Haben wir es halt doppelt. Dann wird es umso schöner. So, servus. Hey, du. Ja. Hallo? Was willst du? Genau, der war's. Entschuldigung, ich habe mich verdammt. Du solltest gehen. Eine Raiderbande ist hierher unterwegs. Mhm. Meine. Aber wenn ihr jetzt abhaut, gibt's keine Probleme. Versprochen. Du willst diesen yeah. Ort für dich? Hör zu, ich will dir keinen Stress machen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das ist unsere Heimat. Du wirst es bereuen, wenn du hier bleibst. Ich will euch helfen. Ich will euch helfen. Pass auf. Ich will euch helfen. Mhm. Ihr müsst verschwinden. Sofort. Oh, das so wird... Okay. Du kannst alles haben. Danke. Der Ort gehört dir. Tschüssi. Perfekt. Dann sammeln wir das ganze Geschichtel da mal wieder ein. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich weiß, aber da wird keiner mehr darauf anzusetzen sein. Deshalb nehmen wir das alles mit. Ist schon gut. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Meine Festplatte steckt, meine Festplatte steckt, meine Festplatte steckt, meine Festplatte steckt. Oh ja. Die Festplatte steckt, die Festplatte steckt. Ja, 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 ja. Oh, schon vorbei. Entschuldigung. So. Genau, da war wir's. Da hat man's. Entschuldigung. Nochmals Entschuldigung. Das war wieder mal doof von mir, ich weiß. Aber, ja. So ist es ein bisschen schöner, hoffe ich halt. So, wir haben hier das Rudel. Das Rudel. Da wäre auch schön, das auf dem Lastwagen drauf. Aber das wird nicht gehen. Das geht nicht. Warte, hier? Echt? Dann machen wir's da. Yeah. Was brauchen Sie hier? Betten. Ein weiteres, was du hast, einen neuen Rang des Skills Ödlandkriegsherr. Ah, freigeschalten. Und kannst jetzt Raiderhändler in deinen Außenposten ansiedeln. Ach so. Okay, jetzt ist das freigeschalten. Gut, dann würden wir jetzt da zwei Skillpunkte brauchen und könnten dann hier zum Beispiel Schnapsläden und so aufstellen, ne? Ja, grüß Gott. Schön. Sause mit... Oh, wup, 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 wup. Level up erreicht. Super. Servus, du Hirsch. Na, wie geht's? Ja, der brät sich da gleich mal zwei Raunzen. Super.
Fisch. Errichte Raider Außenposten 3 von 8, um die Tributstruhe freizuschalten. Ach Mensch, wenn wir das echt machen? Ich glaube, das ist schon so ein Strom. Ha, ich glaube, das ist schon Generator. Ja, Schnuffi. Hallo. Hey, da steht dir aber gut, das Halstuch. Ja, du bist ja ein ganz feiner, ha? Jedenfalls. Boah, die hatten überhaupt keinen Schutz hier eigentlich, ne? Also wenn die hier wohnen wollen, da ist ein bisschen, wie soll ich sagen, luftig. da könnten sie aber eine Küche herbauen. Theoretisch wäre das klasse gewesen, das Teil. Na, schaut aber auch doof aus. Wo bauen wir das neue Haus hin? Ich hatte es, glaube ich, hier oben. Da hatte ich ein Häuschen gebaut. Ein kleines, aber feines. Ich habe übrigens auch vergessen zu sagen, ne? Das hier wird wieder eine Ladebalken, Raider, helfende Baufolge. So, jetzt habe ich es zusammenbekommen. Jawohl. Jawohl, sowas wird es heute wieder. Oder ist es wieder? So. Ich hatte, glaube ich, diese Hütte. Wobei denen die hier auch reichen müsste. So eine kleine, feine Hütte. Die hatte ich ihnen hier oben so irgendwie hingestellt. Ich glaube, da so. So. So hingestellt. Und für den Rand, weil ich ja kein Schwein bin, ein kleiner Arsch, habe ich da noch eine zusätzliche Wand dazu gebaut. Ja, zumindest versucht. Also sowas halt, ne? Halt, so solltest du dich anklipseln. So, so. Na, komm, so. Hast du geklipst? Ich hab irgendwas klipseln gehört. Na komm, ja. Dann dazu gibt es ja passend, wie wir wissen, eine Wand. So, Levant. So. Von mir aus. Na, was war das jetzt? Von mir aus hier nochmal so eine. So. Passt. Jetzt haben sie hier, können sie hier ihr Bettchen haben von mir aus. So einen billigen Schlafsack halt. Oder sowas. Eine Matratze reicht für die Raider. Lang genug. So, da kann er bisschen geschützt schlafen. Bin ja kein ganzer Arsch, sondern nur ein halber. So. Ja, ist so. Und vielleicht noch irgendwas, so eine Kiste. So, dass er seine Habseligkeiten da reinschmeißen kann. So, irgendwie. So. So, gut ist. So. Licht brauchen sie ja streng gesehen keins. Haben sie eh das Feuerchen hier. So. Eine Pipi-Pfütze hat er auch vorm Haus. Das passt wunderbar. Oh, schön. Gut. Was nun? Was noch? Sie brauchen natürlich auch Schutz. Ganz klare Geschichte. Dann bekommen sie eben, hoppala, das lädt noch, auch so ein Lasergeschütztürmchen. Ich würde sagen, wohin denn? Ich würde sagen, da auf dem LKW rauf, wenn es geht. Boah, das wäre so schön gewesen. Aber hier geht er. Da geht der Peter. Da geht der Peter. Super, schön. So würde ich sagen. Mit einem Generator. Und da. Wieder so ein kleiner dürfte passen. Ich werde ihn vielleicht. Vielleicht, du Mann. Geht er da? Mann, wieso geht er? Ja. Ja. Das gefällt mir gut. So. Sauber. Sehr gut. Jawohl, das reicht. Wie Moral ist unter aller Sau. Weil Essen fehlt. Das war auch gelogen. Irgendwie, weil... weil... Moment, ich muss mal kurz was klubschen. Weil... war auch gelogen irgendwie, weil wenn man Essen, es hätte geheißen, wenn man Essen reinstopfen tut, ne,
in, ich glaube, den tun wir hier hin. Wenn man das reintut ins, ins Lager, ne, das Essen, dann sollen sie keinen Hunger mehr haben. Irgendwie stimmt das nicht so recht. So. Dann tun wir vielleicht da so her. So. Irgendwie stimmt das nicht so ganz. Ich habe keine Ahnung warum. Was ist denn das bitte alles? Okay, solche Dinger könnten wir auch vielleicht ein bisschen aufstellen. Die Moral hier ist wirklich unter aller Sau. Das kann man gar nicht anders bezeichnen. Ich würde sagen, tun wir vielleicht so hin. So. Vielleicht fühlen sie sich mit ein bisschen Deko wieder wohler. Wahrscheinlich eher nicht, aber ein Versuch macht klug. Vielleicht so noch was. Dann höre ich auch schon auf. Nö, hilft nichts. Hilft nicht wirklich viel. Vielleicht wird es mit der Zeit besser, ich habe keine Ahnung. Gut, Schluss damit. Das haben wir jetzt auch geschafft. Wir möchten zurück zum Schenk. So. Ja, was machen wir jetzt mit dem Level Up? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir trotzdem noch weitere Raider-Siedlungen bauen werden. Ob wir tatsächlich noch 5 bauen werden. Ich will jetzt auf jeden Fall einmal dafür sorgen, dass wir die Power-Rüstung kriegen. Minuteman? Du geh da nicht hin. Bitte geht's da nicht hin. Geht's heim und zwar flottigst. Hey, das ist eine Raider-Bande. Hallo? Die sind ja doof. Was wollen die denn jetzt hier? OMG, ich glaube, jetzt werden die umgeschossen. Ja, freilich. Boss, ich hab's gerade erfahren. Du musst zurück nach Newcastle. Sofort. Die Jünger haben sich umgebracht. Was? Die Jünger hat deine Verteilung der neuen Gebiete nicht gefallen. Jetzt hat ihnen die Akku das Kraftwerk von Newcastle gestört. Die anderen Bosse warten, bevor sie reingehen. Au! Du musst diese Überläufer kalt machen, bevor sie was Dummes anstellen. Also was richtig Dummes. Du spinnst ja. Diese... Schade. War nur ein kurzes Problem. Diese Arschlöcher. Haben die jetzt meine Minutemans umgehauen? In dem Fall ist es vielleicht gerade besser, dass es keine Zeugen gibt. Aber... Scheiße. Das war so nicht geplant. Das war so gerade nicht geplant. Oh je. Naja. Besser hätte ich den Druck nicht herstellen können. Echt. Aber die Arme. Die Mutti steht da voll im Regen. Ich baue mal irgendwann mal ein Dach über dem Kopf. Über dem Kopf, nicht unterm Kopf, über drüber Kopf. Wir müssen nach Nuka-Cola. World zurück. Wir haben jetzt den Auftrag, endlich ins Kraftwerk gehen zu dürfen. Gott sei Dank. Weißt was? Die Arme tut mir leid. Ich halte das nicht aus. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich spiele jetzt wieder rum. Na, nicht an mir, um Gottes Willen, aber ich will den Futterdruck haben. Nix? Na, lässt sie mich nicht. Warte. Ich halte das nicht aus. Ehrlich nicht. Da werde ich traurig. Halt, das ist verkehrt. Da muss her. Da werde ich traurig, dass... nö. Wenigstens irgendwas, das ausschaut wie ein Stall oder so. Ja, perfekt. Das nehme ich dir kurz weg. Nur ganz kurz. Kriegst es gleich wieder. Ich halte das nicht aus, ehrlich. Also, na. Geht das so her irgendwie? Es wird wahrscheinlich zu groß sein, ne? Warte, dann stellen wir die gute... Doch, da ist zu laut. Weißt was? Wohl, stellen wir sie doch dahin. So irgendwie. Da wird es doch wohl ein schönes Plätzchen geben. Was ist das für eins? Das wäre besser. Da kann sie nämlich von beiden Seiten reinspazieren. Das wäre, glaube ich, besser. So. Für Rosi Nummer 2. So. Oder das ist die Bertha. Machen wir so. Das ist die Bertha.
Das ist die Frage. Ich glaube, so steht es dann drinnen, ne? So. Für die gute Bertha. So, diese Bild geschützt. Ich glaube, das ist gut so. So, ist ein bisschen lauter wegen dem Goker da, aber ist ja wurscht. So. Ich glaube, jetzt wird sie sich gleich wohlfühlen. Hoffe ich mal. So, wir müssen noch. Ich weiß, ich bin ein Kasperl, aber ich kann nicht anders. Die Arme tut mir leid. So, auf nach Nuka World. Ich sage immer Nuka Cola World, ne? Da heißt ja Nuka World. Entschuldigung. Ja. Manchmal nehme ich die Dinge zu genau. Ja. Wir dürfen jetzt endlich ins Kraftwerk. Denn diese Quest hier haben wir jetzt ganz, ganz dringend gebraucht. Wenn wir das Kraftwerk jetzt aktivieren können, dann endlich dürfen wir den letzten Starkern suchen. Wo er ist, wissen wir ja. Ich habe es ja schon mehrmals gezeigt, die Stelle, wo wir hin müssen. Den holen wir, den setzen wir ein und dann gehört die geilste Powerrüstung, die es momentan im Spiel gibt, uns. Die hat nicht nur eine schöne Farbe, die kann auch was. Zumindest stand das so im Guide. Ich bin gespannt. Ich hätte sie sowieso geholt, allein wegen der Farbe. Ja, bist du? Was? Ein Plünderer. Was? Jünger. Scheiße. Kannst du mal den Mist da hinten wegkehren, hey, bitte? Ich wollte nur sagen, nichts für uns. Ich habe gerade keine Zeit. Ist ja eh klar, dass die Kackjünger durchdrehen, ne? Ja, weil. Bist du einer? Rudel, na. Servus. Habt ihr schon umgeschossen? Servus. Hey, hey, ich glaube, da ist jemand. Du bist. Da ist so ein Watschka. Jawohl, getroffen. Edda, Bahn frei. Kannst du schießen? Bist du jetzt auch böse? Unternehmer, Unternehmer, Rudel, Rudel, Unternehmer, Unternehmer. Nö, ich glaube, da ist gut. Da brauchen wir niemanden erschießen. Diese Bagage, die dreckige, ich meine, das war eh mit Absicht, ne? Dass du eine Bande ausschalten musst, ist wahrscheinlich eh mit Absicht gewesen. Ganz ehrlich, auf die Jünger kann ich verzichten. Ich weiß, das ist hier Geschmackssache wieder, aber ich mag die Jünger nicht. Die sind so wahnsinnig. Die sind wahnsinnig. Nicht nur unhöflich, sondern wahnsinnig. Wirklich gestört im Schädel, wenn ich das so sagen darf. Ich mag die nicht. Ich habe da das Rudel und die Dingens lieber. Wer bist denn du? Was macht die da im Dreck? Wahrscheinlich sucht sie einen Regenwurm. Wer schießt denn da schon wieder? Da ist so ein Würstel. Na, du Würstel? Toll. Da ist sich super versteckt. Dass ich die ja nicht treffe. Ey, da. Du bist ja auch so ein Kradler. Aber dich, der Wischi. Da. Da, so muss das ausschauen. Au. Wo ist noch wer? Da ist ja noch jemand. Ach so. Jawohl. Der Eichsel, der hat gesessen. So. Jetzt bist du dran. Jawohl. Lade, 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 lade. Kurbel, 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 kurbel. Wo sind noch mehr Kradler? Da ist noch ein Kradler. So. Na komm. Nix da. Boom. Wer bist du? Oh, Gage. Braver Gage. Servus. Servus, Gage. So, du bist auch dran. Gut, wenn ich Energie hätte, die ich hab. Scheiße, nichts erwischt. Passt. Super. Versteckt nur hinterm Fassel. Bitte, Energie. Ja, ich glaube, ich hab's erwischt. Geilo. Jo, danke, Gage. Wir sammeln das natürlich alles ein. Das könnten eventuell andere
bist so ein Blutdruck. Entschuldigung. Da graust es mir gerade ein bisschen. Naja. Ich glaube, wir haben es geschafft hier mal. Du trägst zu viel mit dir rum. Ist eh wieder klar. So, Eda? Hey, wie kann ich dir? Schleppen helfen. Sicher, werfen Sie einen Blick darauf. So, schleppen helfen. Am besten gleich mit dem, mit die Fetzen hier. So, Jüngerkacke. So. Das kommt auch alles weg. Jetzt fange ich auch schon an mit dieser Kacke-Sache. Entschuldigung. So. Ja, weg. So, sind wir gleich wieder leicht wie eine Feder. Eigentlich können wir es so lassen. Ich glaube, die Bruderschaft ist wieder unterwegs. Gut. Wir dürfen dahin. Gut, wie kommen wir jetzt am besten dahin? Wir parten uns dahin. Ich würde sagen, wir porten uns dahin. Alter Schwede. Und laufen das Stück rauf. Allerdings befürchte ich, dass wir viel zu viel Klumpert mitschleppen dürfen. Aber das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Ich glaube, dass wir so richtig sind. Ich muss mal schauen. Jo. Ja, okay. Rauf, andersrum wäre es besser gewesen. Warte mal ganz kurz. Griff nach der Macht. Was ist hier los? Ach so, die Reparatur. Ach so. Na, oben rauf ist leicht, ist leicht und Anführungszeichen ist besser zu laufen. Da wir dann oben drum gleich ganz links rüber laufen können. Lauf, mein Täubchen, lauf! Ich würde dann sagen, ich weiß noch nicht, wie ich die Punkte investieren soll. Oder den Punkt. Ich werde ihn vielleicht mal mit Absicht aufbehalten. Wer weiß, vielleicht entwickle ich mich ja noch in diesem Let's Play zu einem Arschloch. Und sollte dies der Fall sein, dann bräuchte ich ein paar Skillpunkte für unsere Raiderbanden, damit ich sie mit Alkohol versorgen kann, wie es sich halt für böse Jungs und Mädchens gehört. Was? Alkohol ist böse? Solange man es mit Maß und Ziel zu sich nimmt, ist alles gut. Was ist denn hier los? Ach, schau. Na toll. Jawohl. Ups. Das hat jetzt... Mein scheiß Bein. So. Ich bin nicht eh so schlecht direkt. Das könnte ich auch skillen, theoretisch. Nein, ich fürchte, das ist noch nicht der Letzte. Ein Supermutant. Bitte was? Ein Supermutant. Aha. Boom. Ein Supermutant. Huch, das war der falsche Schalter. Entschuldigung. Da ist noch so ein Supermutant. Ja, sicher. Noch so ein Arsch? Nope, scheint ruhig zu sein. Ja, sag einmal, wo kommen die denn her? Sag einmal, wo kommst du her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Was? Falsch. Okay, nicht Schlumpfhausen. Achso, stimmt, die waren ja blau. Nicht grün. Ja, was? Da redet noch so ein komischer... Wo bist du? Ich kann dich hören. Ja, ich höre tatsächlich ein. Wo ist denn der Kratler? Vorsichtig. Kratler, wo du seien. Wo ist denn der Depp? Irgendwo höre ich den reden. Voll unheimlich.
Hört man diesen Deppen reden und dann ist er nirgendwo. Sind das bitte Manieren? Ich was hören. Da ist er ja. Und tschüss. Oh, fast tschüss. Wow, schnell raus hier. Was? Sie steht doch da, Edda. Jo, passt. Sauer. Ne Minigun, wenn ich die trage, bin ich sicher überladen. Ha, bin ich überladen? Na, geht's hinaus. Wahnsinn. Geht sich aus. Zigaretten, her damit. Was? Klo? Na, ich brauche kein Klo. Ich habe eine Stahlblase, bitte. Ich brauche kein Klo. So, raus da. Gut, wo jetzt lang? Normal, da rennt noch wer. Halt, ein Insekt. So muss das ausschauen. Weg mit dir, du Ungeziefer. Und noch ein Ungeziefer. Passt. Weg ist er. Was hat denn da jetzt scheppert? Ach so, ich dachte, Edda hätte jetzt vielleicht mit so einem Nuka-Cola-Gerät reingehauen, weil sie zu spät kam, um den zu erledigen. Haha, ha, ha. Ich war schneller. Wir sind ja Freunde, keine Sorge. Edda und ich sind Freunde. Sie versteht das schon. Was ist das da hinten? Ein wilder Ghoul. Na super. Und ich, der blad noch alles schön voll. Halt, voll auf. Und rein ins Kreuz. So. Aber wie er noch lacht zum Schluss, ne? Was rennt da rum? Und noch ein wilder, blünderer Ghoul. Aha. Ich hab nichts getroffen. Es ist zum Heulen. Jetzt hat er. Wenigstens. Was ist denn da jetzt explodiert? Ups. Ich glaube, das war Edda. Ich glaube, ich sollte mich mit ihr nicht besser nicht anlegen. Das könnte eventuell böse für mich enden. Wo ist der andere wilde Ghoul? Den hat es, glaube ich, irgendwo hingepfeffert, ne? Ich denke mal, dass ich den nicht mehr anfinden werde. Boah, so viele Tickets, ne? Mal kurz, ich muss mich kurz mal hinknien. So. Zum Glück geht das mit in der sperrigen Rüstung. Ist das Kraftwerk etwa da hinten? Ich hoffe es tun. Gehen wir mal dahin. Dann können wir das im nächsten Part vielleicht schon beenden. Inklusive Bauerrüstung abholen. Was? Diese Musik. Ich dachte gerade, mir will jetzt wieder was angehen. Anhüpfen, anspringen. Wie auch immer. Wir hatten ja auch lange schon keine Dosiskralle mehr, ne? Die sind, entweder haben wir die schon ausgerottet, was ich nicht glaube. Oder die wartet wieder auf eine günstige Gelegenheit, um mich direkt ins Kreuz reinzuspringen. Da drüben ist was, oder? Da drüben ist irgendwas. Das ist schon mal verdächtig, wenn was brennt, oder? Legendärer Höhlengrillenjäger. Ah. Die haben da einfach so ein Dingens überfahren. So, komm mal her, du. Du so. Hui, ja, der ist stark. Der ist stark, meine Herrschaften. Linkes Bein, rechtes Bein, Häusersa, so soll es sein. Jesus, irgendwas hätte ich erwischt. Ich sollte mal trinken. So. Jawohl. Der Typ da, der ist nervig. Hui. Was muss ich da jetzt mal? So. Und so. Radioaktiv versorgt er auch. Du spielst ja fast wie ich. Jawohl. Ja, natürlich geht's nicht. Was ist mit dir? Treffen, nichts treffen. Halt. Jawohl. Ich glaube, das war nicht ganz richtig. Wurscht. Dass der nur 7 gibt. Huch, was. Entschuldigung. Ich war schon wieder zu schnell mit dem Looten. Ah, ich bin überladen. Nochmal was. Entschuldigung, wieder zu schnell. Schauen wir uns gleich an. So.
Du darfst bitte den Schlepper. Ja, das wäre sehr nett. Ich glaube, war das jetzt eine Kleidung oder war es eine Waffe? Ich glaube hier. Brand, Kampf, Rüstung, Harnisch. Alle 20 Sekunden eine Chance von 30% Nahkampfangreifer in Brand zu setzen. Das ist aber nicht schlecht. Das ist aber keine schlechte Geschichte. Wahrscheinlich eine Waffe, denke ich mal. Eine Waffe, da. VATS verbessert. Gaussgewehr. Was ist ein Gaussgewehr? Verbesserte Trefferchance im VATS. 25% niedrigere Aktionspunktenkosten. Das ist aber nicht schlecht. Die macht narrisch viel Schaden. Jö, die will ich behalten. Die will ich behalten. Das schaut schon aus, als wenn wir Freunde werden würden. Das behalte ich auch mal. Das kommt weg. Die Minigun kann sie nicht mehr schleppen. Sauber. Wir sind somit schon offiziell voll wie ein Christbaum. Das ist schlecht. Wir sind noch gar nicht mal beim Dingens angekommen, beim Kraftwerk. Warte mal, war da vielleicht noch was? Ich fürchte, da gab es noch was zum Looten. Jupp, ein Siedler, der sich hier niedergelassen hat. Der ist, ja, der jetzt an einem besseren Ort ist. Ich wollte nicht schlafen gehen, Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. So, die schönen Blüten mitnehmen. So, da ist noch ein Opfer. Ich glaube, jetzt bin ich wieder überladen, ne? Nach geht's hier aus. Muha. So ein Glück musst du haben. Muha. So. Und schnell rauf hier. Salala, la 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 la. Dab, dab, da. Wieder etwas Ausdauer regenerieren lassen. Das da drüben schaut auch schon wieder höchst verdächtig aus. Aber ich möchte gerne das Kraftwerk erreichen, um einen Schnellreisepunkt zu bekommen. Ui, ein verschlossener Koffer. Och, schade, ich dachte, das geht jetzt schon mit Anhieb. Da habe ich mich zu früh gefreut. Geschafft. Geschafft. So. Ein Teddybärli, och Mensch. Ma, da wird jetzt einem wieder ganz anders irgendwie. Haben wir da was drin? Tatsächlich. So. Haben wir hier noch was? Nope. Hier drinnen? Nope. Mein Alter. Das fängt jetzt viel zu viel Schülerwehr an. Was? Das sind wir schon richtig? Echt? Aha. Scheint, als hätte Nisha sich da drin festgesetzt. Ich wusste, wendet sich irgendwann gegen uns. Also stürmen wir da jetzt rein, oder was? Ich glaube, das werden wir jetzt rausfinden. Der Boss ist da. Während du weg warst, hat Nisha ihre Leute zusammengetrommelt und das Kraftwerk übernommen. Wenn die Schlampe glaubt, sie kommt damit durch, hat sie sich geschnitten. Die werde ich selbst unter die Erde bringen. Sehr schön. Ihr habt das zugelassen? Sarkastisch, beruhige dich. Alles geht den Bach runter. Ihr habt das zugelassen, Freizeit. Wie konntet ihr das zulassen? Tut mir leid. Seit wann bin ich für die anderen Banden zuständig? Ich dachte, das wäre dein Job. Ja, ja, schon klar. Beruhige dich. Beruhig dich und fang ganz von vorne an. Du willst die ganze Geschichte? Okay. Während du unterwegs warst, haben wir aus dem Commonwealth gehört, dass du die Unternehmer und das Rudel bevorzugst. Was uns natürlich gefallen hat. Aber, Riesenüberraschung. Nisha war nicht so begeistert, das zu hören. Yeah. Was? Sie ist mit ihrer Bande ins Die Alte hat die erste Siedlung gekriegt. Jetzt hat sie da alles abgeriegelt. Damit darf sie nicht durchkommen, Boss. Und wir alle wollen dabei sein. Ich habe schon Männer verloren, als ich sie aufhalten wollte. Ich gebe keine Ruhe, bevor ich nicht meine Hände um ihren dünnen kleinen Hals lege und die Augen aus ihrer dummen kleinen Maske treten. Haltet die Klappe, alle beide. Pass auf. Hey, Boss, das ist dein Ding. Was? Was? Hallo, du Scheißviech, man kann sich selbst mal unterhalten. Super getroffen. Traumhaft getroffen, echt. Das kann ich nur, nein, hör auf, nein, du sollst bitte das, den Tor so, ich auf Zeit, jetzt ab, jawohl, so, du scheiß Viech, so, wieder Tor so, natürlich geht's nicht, haben wir was getroffen, ich glaube nicht,
51. Okay. Für 23. Das schaut gut aus. So. Alles hin. Ah, die wittern noch irgendwas. Laufen die da jetzt rauf? Ich will aber nicht, dass sie rauflaufen. Läufen tut's, genau. Raufläufen tut's. Echt jetzt? Da kann man sich nicht am unterhalten, verstehst? Aber der Part ist zu Ende. Tjo, denen werden wir dann im nächsten Part nachhirschen. Wir werden sowas von überladen sein. Ich werde das Ganze mal in die Mistkübel schmeißen. Boah, das hört sich furchtbar an, aber ich hole das später ab. Da müsste irgendwo einer gewesen sein. Ich hoffe, dass hier drin einer ist, sonst, ja, ein Schrank zumindest. Also, wir werden hier den alles nehmen, ja, freilich. Alles reinschmeißen, so muss das ausschauen. Rein damit. Ich hoffe, die da oben sterben jetzt nicht. Ich mach das noch ganz fix. Gammler, das. So, nein. Geht das? Nein, natürlich geht's nicht. Entschuldigung, ist ja, jetzt hör auf damit. Da. Ja, rein da. Das kommt weg. Das und das. So, was haben wir noch hier? Das kommt rein. Das müssen wir alles später holen. Edda. Komm her, Mausi. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Gib her das Zeugs. Alles hergeben. Ich hätte das zuerst machen sollen, nicht dir. So, aber meistens braucht... Oh Gott. Meistens braucht die Gute eben ihre Zeit, bis sie da ist. Ich hoffe, die Deppen machen jetzt nichts ohne mich. Ich hoffe, die warten. So, weg damit. Nein. Weg. Fünfmal weg. Vorschlaghammer weg. Das möchte ich gern mal so behalten. Was ist das? Überzeugungsgranate kommt auch da mal rein. Das. So. Jetzt müssen wir es eigentlich gleich haben. So. Schrott. Ja, muss ich leider mal auch reinschmeißen. Auch wenn es nicht viel ist. So, passt. Gut, wir beenden hier ganz, ganz schnell. Und werden im nächsten Part unseren... Ja. Uns das Kraftwerk zurückholen. Und wenn es gut läuft, auch die Powerrüstung. Es geht schon. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!